Die größten Passagierflugzeuge der Welt. Sie kommen jeden Tag nach Frankfurt. Fraport 52. Der Flughafen, einer der wichtigsten in Europa. 1400 Starts und Landungen täglich, 70 Millionen Passagiere pro Jahr. Für Sicherheit und einen perfekten Ablauf sorgen 80.000 Menschen. Der Flughafen ist Hessens größte Jobmaschine. Johanna Schlaugies kümmert sich um junge Passagiere, die alleine reisen müssen. Gerade ein bisschen mehr los. Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Sie unterstützt jeden, der Hilfe braucht. Wir haben jetzt eben schon mal ein bisschen rumgefragt, wer laufen kann, das Stück vom Flugzeug und wer halt eben doch noch mal einen Rollstuhl braucht. Einsatz für Zollhund Greta, die Spürnase schnüffelt nach Tieren. Es könnten Tiere irgendwo versteckt sein, lebende Tiere. Am Airport sind schon viele verbotene Exoten gestrandet. Nichts darf schiefgehen, sonst gibt's Verspätungen. Wie arbeiten und leben die Menschen in dieser Kleinstadt mit der täglichen Herausforderung? Der Frankfurter Flughafen hat zwei Terminals. 1972 wird Terminal 1 eröffnet, 22 Jahre später Terminal 2. Beide zusammen sind mehr als 3 Kilometer lang. Wer da nicht gut zu Fuß ist, der kann Johanna Schlaugies mit ihrem Elektrocar buchen. Sie unterstützt Menschen, die Hilfe benötigen. Für die 27-Jährige aus Bad Camberg ein Herzensjob und selbstverständlich. Ich glaube, das hat man einfach so in sich. Weiß nicht. Ja. Aber es ist auch schön, die Dankbarkeit, die man zurückbekommt von den Gästen. Ne? Auf ihren täglichen Touren durch die Terminals kommt ihr so einiges in die Quere. Passagiere, kleine Kinder vor allem. Ist auch immer gefährlich. Die rennen hier rum, logischerweise. Auch Haustiere, Hunde. Katze kam ja auch schon mal entgegen. Ja, das sind so die Gefahrenstellen. Hupen ist strengstens verboten, darf die ehemalige Studentin nicht. Taucht ein Hindernis auf, übernehmen andere die Warntöne. Ab und zu machen das dann die Gäste für uns, wenn sie auf dem Auto sitzen. Wie machen die das? Na, die rufen dann einfach Vorsicht oder ja, geben irgendwelche Geräusche von sich. Ja. Die dürfen das. Ja, ich kann sie ja schlecht verbieten. Seien sie still oder so. Nein. Terminal 1, Abflughalle B. So, hier ist unser Check-in. Hier wartet der erste Auftrag an diesem Morgen. Dann schauen wir mal, wo die Gäste sind. Mutter und Tochter aus Amerika. Have a seat on the car, please. Sie haben den Fahrservice bei der Buchung ihres Flugtickets gleich mitbestellt. Das hilft mir so sehr. Ich komme oft nach Deutschland, um meine Tochter in Wiesbaden zu besuchen. Und dann fliege ich wieder zurück nach Texas. Und sie helfen mir jedes Mal, immer wieder. Und was halten Sie von dem Flughafen? Der ist riesig, sehr groß, sehr sauber. Jeder ist so freundlich und unterstützt uns. Der Flieger steht auf einer Außenposition und ist nur über Treppen erreichbar, erzählt die 27-Jährige der Mutter. Sie leidet an einer Knieverletzung. Johanna Schlaugies schlägt vor, einen Transporter mit Fahrstuhl zu bestellen. Der kann sie zur Flugzeugtür hochfahren. Dafür müssen sie kurz in der Lounge warten. Die Lounge ist im Transitbereich. Das heißt, Johanna und ihre Gäste müssen erst einmal durch die Sicherheitskontrollen. Glück gehabt, nichts los. Die Gäste können entspannen. Johanna Schlaugies übernimmt auch die Ticketkontrolle. Fremdsprachenkenntnis ist nicht zwingend notwendig, sagt sie. Da reicht der Standard. Nur 2, Deutsch und Englisch. Und wie ist die Verständigung mit Touristen aus Asien? Gut, wir haben viele Kollegen. Der eine oder andere kann auch übersetzen und dann wird eine Broadcast geschickt an alle Kollegen und dann findet sich meistens Gott sei Dank jemand, der die Sprache beherrscht. Ja.
800 Mitarbeiter hat ihr Arbeitgeber Fra Care Services. Sie kommen aus 50 Hallo. Nationen. Zwei Damen auf dem Auto. Ihr Motto: freie Fahrt mit Johanna. So, here's the security check, okay? Für Sie und Ihren Wagen gibt es Extraschalter mit breiten Gängen. Doch bei der Kontrolle bleibt den Passagieren das Aussteigen auch hier nicht erspart. Medienwissenschaften hat Johanna studiert. In den Ferien hat sie am Flughafen gearbeitet, Menschen geholfen und ist hängen geblieben. Normalerweise überholt sie die Fußgänger. Heute kann sie nur Schneckentempo fahren. Ist zu viel los. Definitiv. Also das Auto lohnt sich nicht immer. Doch dann nutzt sie die Lücken. Ein bisschen schneller darf es schon sein. Ihre Fahrgäste sollen ja nicht den Flieger verpassen. Here is our lounge. Ankunft an der Lounge für Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität, so die offizielle Bezeichnung. Während Mutter und Tochter einen Kaffee trinken, bestellt Johanna den LKW mit dem Fahrstuhl. Ja, genau, da musste irgendwie eine Spalte. Einen Bus braucht sie auch noch. Ah, perfekt, dann weiß ich Bescheid. Danke dir. Ciao. Der Bus soll ihre Gäste zum Flugzeug fahren. Der Dispo hat mir gerade Bescheid gesagt, dass er den Bus bestellt hat. Somit müsste der in den nächsten Minuten eigentlich unten antreffen. Die Amerikaner machen Urlaub in Rom. Von dort aus fliegen sie wieder zurück nach Texas. Johannas Vater und ihre Schwester arbeiten auch am Flughafen. Ihr Freund ist bei der Bundespolizei. Auch am Airport. Ja, perfekt. Der Bus bringt Mutter und Tochter bequem zum Flieger. Dort warten bereits Kollegen mit dem Fahrstuhl-LKW. Auftrag erledigt. Wenige Flugzeuge weiter, auch im Terminal 1, Bereich A50. In der Zollgepäckhalle. Hier landen Koffer von ankommenden Passagieren. Für Zollhund Greta jedes Mal ein Fest, sagt Frauchen Alexandra. Greta ist noch sehr jugendlich, sehr verspielt, schmust sehr gerne. Alles, was der Labrador sonst so macht, ne? Ja. Fressen, schlafen, schwimmen und spielen, ne? Ja. Die Labrador-Hündin hat einen der wichtigsten Jobs am Flughafen. Sie arbeitet täglich für den Zoll. Als Artenschutzhündin ist sie auf verbotene Mitbringsel spezialisiert. Greta soll jetzt nach Tierprodukten suchen, die eventuell verboten sind oder Beschränkungen unterliegen. Und sie wurde darauf ausgebildet, eben nach Häuten zu schauen, Federn, Korallen und solchen Dingen. Seit 2 Jahren sind Greta und Alexandra ein Team und unzertrennlich. Alexandra ist Gretas Frauchen und möchte ihren Nachnamen nicht veröffentlichen. Die ersten 50 Gepäckstücke sind da. Der Flieger ist vor 10 Minuten gelandet, kommt aus Zagreb. Die Urlauber ahnen nichts von Gretas Nase. Sie riecht jedes Tier oder was davon noch übrig ist und im Koffer liegt. Für Greta ist das alles ein Spiel. Und Greta braucht dieses Spiel. Sie ist von ihrem Wesen her ein... Sie sucht zwar sehr ruhig, aber von ihrem Wesen her ist sie ein sehr impulsiver Hund, der Power hat, der eine Aufgabe braucht. Sie hat in einer Familie gelebt, die mit ihrem Temperament, ihrem Wesen nicht klarkam. Und deswegen ist sie zu uns gekommen. Und bei uns hat sie ihr Ventil, da kann sie sich ausleben und ist in die richtige Richtung gelotst worden bei der Ausbildung. Greta legt los. Sie soll jetzt suchen nach illegal eingeführten Tieren, Fellen, Korallen, geschmuggelten Schildkröten, Eiern, Muscheln, Zähne und Elfenbeinschmuck. Passagiere bringen alles mit, wissen oft nicht, was verboten ist, sagt Gretas Partnerin Alexandra. Ja, sie hat jetzt schon verknüpft, dass in jedem Koffer etwas drin sein könnte. Der Koffer riecht ja auch interessant und sie hat gelernt, dass jeder Koffer wichtig ist. Weil wenn sie den entsprechenden entscheidenden Koffer auslässt, dann kann es passieren, dass es nicht findet. Und das hat sie mittlerweile schon gelernt. Ja, super. 3 bis 4 Maschinen kontrolliert Greta pro Schicht. Das sind bis zu 1000 Koffer. Tote Tiere ausgestopft und präpariert als Souvenir hat Greta schon häufig entdeckt. Jetzt haben wir die Reihe abgesucht, die 2. Jetzt haben wir noch die 3.
Gretas Spürnase kann Reisende in Schwierigkeiten bringen. Soll sie auch. An diesem Koffer stimmt was nicht, weiß sie. Partnerin Alexandra übernimmt jetzt den Fall. Sie interessiert sich sehr dafür. Wir werden den Koffer dann gleich mal anschauen. Zurück zu Johanna Schlaugies im Terminal 1 in der Abflughalle. Zwischen den Bereichen A und B ist die Basis von Fracare Services. Von hier startet Johanna Schlaugies zu ihren Gästen. Nur die ganz Jungen holt sie hier persönlich ab. Wir sind hier im Kinderraum. Hier werden Kinder hergebracht, die noch eine Wartezeit zwischen ihren Flügen haben oder auch von ihren Eltern direkt hier hergebracht werden. Ihr Job, alleinreisende Kinder zu Flugzeugen bringen oder abholen. Oft sind da die Eltern geschieden oder ja, und dann fliegt das Kind zu dem einen Elternteil oder besucht die Oma, Opa. In den Sommerferien betreuen sie mehrere hundert Kinder pro Tag. Die Eltern müssen ihre Kleinen erst einchecken bei der Airline. Dort kriegen sie dann die ganzen Unterlagen und danach kommen die Kinder hierher. Und ja, ab hier beginnt dann quasi die Betreuung. Die Kinder müssen mindestens 5 Jahre alt und dürfen nicht älter als 16 sein. Patrick ist 9. Seine Eltern sind geschieden. Heute fliegt er nach Danzig. Ich fliege jetzt nach Polen. Zu meinem Papa und Oma und Opa. Seine Mutter hat ihn zum Flughafen gefahren. Viele Eltern bringen ihre Kinder schon Stunden vor dem Abflug hierher, damit der Abschied nicht so schnell ist. Was ist für ein Gefühl für dich manchmal? Ja, das ist cool, das ist kein Problem. Patrick wird alleine fliegen. Als jüngster Alleinreisender an Bord bekommt er den vollen Service. Im Flugzeug geben, was ich will, alles, die gibt Spielsachen und andere Sachen. Das freut mich. Der Service ist kostenlos, auch die Spielsachen müssen aber hier bleiben. Schade. Beim nächsten Mal kannst du weiterspielen. Er fliegt alleine. Das ist jetzt das zweite Mal. Auch in Zukunft wollen wir die Betreuung öfter nutzen. Das ist eine super Idee, super Service. Und alle sind sehr freundlich hier. Und ein prima Platz zum Spielen für die Kinder. Auch in Polen haben sie so eine Kinderbetreuung. Aber die ist viel kleiner. Wir müssen langsam zu deinem Flugzeug. Ja. Ich guck gerade noch mal in deine Tasche rein, ob wir alles haben, was wir brauchen. Ja, ich checke noch mal die ganzen Unterlagen. Wir brauchen die Bordkarte, den Pass und auch die Dokumente, wo drauf steht, wer ihn hierher gebracht hat und wer ihn auch wieder abholt. So, okay, dann haben wir alles. Ja, Patrick, dann können wir langsam losgehen. Vor lauter Spielen haben sie die Zeit vergessen. Die Maschine startet in einer Stunde und sie müssen noch durch die Sicherheitskontrollen. Bis dahin darf seine Mutter noch mit. Tschüss. Schon öfters alleine geflogen? Ja. Ja? Kennst du dich schon aus? Zurück in der Zollgepäckhalle im Terminal 1, Gate A50. Artenschutzhündin Greta kontrolliert Koffer nach illegalen Souvenirs und scheint etwas entdeckt zu haben. So, prima. Partnerin und Zollbeamtin Alexandra wird den Koffer gleich untersuchen. Ein Jahr dauerte die Ausbildung von Greta an der Hundezollschule. 10 Duftstoffe musste sie dabei einzeln lernen, wie Korallen, Federn oder Pelze. Greta hat noch einen verdächtigen Koffer aufgespürt. Der Koffer und der andere da drüben, der bunte, der. 2 Koffer sind auffällig. Partnerin Alexandra wird sie gleich öffnen. Zollfahnderin Greta hat fertig geschnüffelt, vorerst. 50 Koffer hatte sie jetzt vor der Nase. Jetzt bekommt sie eine Belohnung, ein präpariertes Gepäckstück mit Duftstoff, Löwenfell. Diesen Koffer erschnüffelt sie mit links. Für sie die Garantie, sie kann es. Nur mit Gretas Hilfe hat Partnerin Alexandra überhaupt eine Chance, verbotene Gegenstände und Schmuggler zu finden. Für Zollhunde gibt es übrigens kein Rentenalter. Solange Greta fit in der Nase ist, darf sie im Dienst bleiben. Und das können bis zu 15 Jahre sein. So, und jetzt gibt's Lob von der Chefin. Und dann kommt der Klick und der löst das Ganze auf.
Der Klick zeigt dem Hund, ich habe das jetzt richtig gemacht. Ich bin richtig, krieg meine Belohnung bei der Chefin. Und dann kommt sie zu mir und kriegt von mir ein Leckerli oder eben das Spielzeug. In dieser Form von der Beißwurst. Bei anderen Kollegen ist es ein Ball oder so. Und wenn er das nicht kriegen würde, dann hätte er keinen Spaß und keine Motivation daran. Zöllnerin Alexandra stellt die verdächtigen Koffer erstmal zur Seite. Sie muss sich jetzt um Greta kümmern, denn sie braucht eine Pause. Wichtig. Denn das intensive Schnüffeln ist für die vierbeinige Fahnderin so anstrengend wie ein Marathonlauf für Menschen. So, das ziehen wir jetzt aus. Es ist auch immer für den Hund ein Zeichen, wenn er dieses Geschirr abgezogen bekommt, dass die Arbeit beendet ist. Und sich zurückziehen kann. Hast du fein gemacht, ja. Jetzt kann sich Zollbeamtin Alexandra um die verdächtigen Koffer kümmern. Das Röntgengerät liefert einen ersten Einblick. Das Röntgenbild zeigt jetzt nichts Genaues. Man sieht hier eben eine Armbanduhr. Das wird vermutlich nur ein Kulturbeutel sein. Da sind Scheren drin, Gürtel. Schmugglern drohen Strafen bis zu 50.000 Euro oder sogar Gefängnis. Ist auch nicht sehr aussagekräftig, deswegen wollen wir in beide Koffer mal reinschauen. Im Verdachtsfall darf der Zoll Gepäck öffnen. Auch ein Kofferschloss wird das nicht verhindern. 8.000 Tierarten und 150.000 Pflanzen sind geschützt. Davon darf hier nichts drin sein. Schuhe, ja. Könnte ja auch sein, dass er aus Krokoleder oder Schlangenhaut ist. Aber das sieht alles nach ganz normalem Leder aus. Seit 25 Jahren arbeitet Alexandra beim Zoll. Das ist die Tasche, der besagte Kulturbeutel. Sie ist 1997 die erste Hundeführerin am Flughafen, waren sonst nur Männer. Wenn Labrador Greta eine Straftat entdeckt, freut sich Alexandra, aber nur für ihre Hündin. Ja, das ist dann zwar ein Erfolg, aber leider ein trauriger Erfolg. Für mich ist das positiv, weil ich dann sehe, dass mein Hund funktioniert, aber es ist halt negativ, weil das Tier, das ich dann finde, oder das Teil von diesem Tier einfach darauf hinweist, dass es vermutlich nicht mehr lebt. Und dass wieder irgendetwas von einer Spezies entnommen wurde, das vom Aussterben bedroht ist. Das ist der negative Touch unserer Arbeit. Einen ausgestopften Bären und eine mumifizierte Kinderleiche, mehrere hundert Jahre alt, hat der Zoll hier schon entdeckt. Alexandra und Greta sind auf alles vorbereitet. Es könnten Tiere irgendwo versteckt sein, lebende Tiere. Was wir nie hoffen, weil lebende Tiere ist immer so ein Programm, dann, die leiden dann unnötig und man muss sie versorgen und leider muss man sich dann auch damit auseinandersetzen, dass sie teilweise verendet sind. Ich war einmal dabei gewesen, da wurde eine Frau aus Brasilien festgenommen, die hatte sich in den BH Papageieneier eingenäht. Und wir dachten erst, es wäre Rauschgift, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es Papageieneier sind. Die haben auch nicht alle überlebt. Ein Teil wurde zum Ausbrüten in den Zoo gebracht und ein anderer Teil ist leider verendet. Terminal 2 im Keller. Hier ist die Asservatenkammer. Gruselkabinett. So nennen die Zollbeamten auch diesen Raum. Ausgestopfte Köpfe, Bärenfell. Alles, was Tierwelt und Schmuggler ebenso hergeben, landet hier. Auch Elefantenfüße, Schlangenschnaps, Elfenbeinfiguren, Schimpansenhände, Haigebisse. Gegenstände, die Reisende nach Deutschland bringen wollten. Geschmack kennt keine Grenzen, sagen die Fahnder. Diese beiden Koffer sind okay, nur Kunstleder, nichts Verbotenes. Gepäckstücke sind frei, die gehen jetzt wieder in die Anlage und werden zu ihrem Zielflughafen geleitet oder zum Flugzeug und gehen dann mit den Passagieren weiter. Vielleicht steckt was in den nächsten Koffern. Sie sind schon im Anflug. Diesmal aus Sao Paulo. Greta kann es kaum erwarten. Vom Flugsteig A50 in die Abflughalle, mittendrin im Terminal 1. Am Airport sind nicht nur Flugzeuge unterwegs, auch Fahrräder. 300 Stück. Mitarbeiter können sie sich leihen. Bei ihm. Lars Weigand, Fahrradmechaniker. Durchs Terminal radelt er am liebsten.
hat was von großer, weiter Welt, sagt er. Weil man weiß ja nie, die Leute am Koffer, wo fliegen sie hin, nach Amerika, Afrika, weiß auch immer. Da ist, dann schon, ist man schon ein bisschen neidisch auf jeden Fall. Würde man auch gerne mal mitfliegen. Sein Arbeitstag beginnt morgens um 6. So, jetzt sind wir am Verschlag, wo die Lufthansa ihre Fahrräder gelagert hat. Die defekten oder die auch fahren, die wir hier dann abholen müssen direkt. Der Verschlag ist ganz oben im Terminal 1. Wartung und Verschleißteile sind im Fahrradmietpreis inklusive. Abholservice vom Chef auch. Hier wird auch nochmal extra alles abgeschlossen, dass ja keiner was mitnimmt. Sind hier schon Fahrräder gestohlen worden? Ja, jede Menge, ja. Und manchmal kriegen wir vom Hauptbahnhof in Frankfurt einen Anruf, dass sie 3-4 Fahrräder haben. Sie wissen dann, dass sie vom Flughafen sind. Dann müssen wir sie rüber, also rüberfahren, sie abholen dann. Die Fahrradmiete kostet 22 Euro pro Monat. Wer seinen Drahtesel allerdings selbst beschädigt, muss den Schaden aus eigener Tasche zahlen. Ja, da sieht man schon den ersten Defekt. Die abgerissene Lampe. Auf geht's zur Werkstatt. Lars Weigand lebt mit seiner Frau in Hanau. Kinder haben sie nicht, aber eine französische Bulldogge mit dem bodenständigen Namen Inge. Lars Weigand kam durch seinen Vater zum Flughafen. Der hat hier 40 Jahre gearbeitet. Lars sagt, er habe das Schraubergehen und kann alles reparieren. Vom Staubsauger bis zum Elektrorollstuhl. Heute Fahrräder. Die Werkstatt ist im Keller. Abwärts. Was für Schäden landen denn hier so bei ihm? Alles. Also Fahrräder, komplett Totalschaden, bis Klingel nur kaputt oder sowas. Das ist eine schöne Arbeit. Aber meistens sind auch viele dabei, die einen Totalschaden auf jeden Fall. Da geht dann gar nichts mehr. Fahrräder haben am Flughafen eine kurze Lebensdauer. Maximal 5 Jahre, sagt er. Regelmäßig müssen die Bikes zum TÜV. Offiziell heißt das aber UVV, technische Überprüfung nach der Unfallverhütungsvorschrift. Die Kollegin hat ja angerufen, dass an ihrem Fahrrad, wie man sieht hier, der TÜV abgelaufen ist. Dieser TÜV wird jährlich geprüft. Wie man sieht, ist der Halter von der Lampe abgebrochen. Warum auch immer, jetzt hängt der runter, aber das muss jetzt neu werden, sonst würde es keinen TÜV bekommen, das Fahrrad. Das werden wir jetzt alles reparieren und kontrollieren. Ja. Die meisten Räder haben ja einen Platten, abgebrochene Ständer oder defekte Lampen. Muss ich nur gucken, was ich alles brauche. Neben Schrauben liebt er American Football und fliegt oft in die USA. Gelernter Kfz-Mechaniker vor 18 Jahren und bei der Gebäudereinigung angefangen, Maschinen repariert. Haben eine Einweisung bekommen für Fahrradreparieren, mussten einen Lehrgang besuchen für die TÜV-Abnahme von Fahrzeugen oder Fahrrädern. Und seitdem kräftig am Schrauben. Ja, normalerweise rutscht die Schraube durch. Ich habe zwar ein Fahrrad zu Hause, was ich auch schon seit 2 Jahren mehr benutzt habe, ist es platt. Jedes Jahr nehme ich mir vor, ich repariere es dann mal, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Aber so bei meinen Eltern ist es regelmäßig platt gefahren. Da muss ich doch öfters mal nachschauen, nach dem Rechten, dass das alles funktioniert. Bei Lars gibt es nur 2 Modelle zur Auswahl. 28 Zoll Räder fürs Vorfeld und 20 Zoll Räder für innen, fürs Terminal. Ich denke, ein 28 Zoll Fahrrad im Terminal ist zu schnell. Wenn die Fluggäste hin und her laufen, muss man doch schon öfters mal Gefahrenbremsung machen. Und damit hat man mit dem 28-Zoll-Fahrrad wahrscheinlich größere Probleme als mit dem kleinen Fahrrad, wo man doch mal vielleicht noch durchfahren kann oder relativ schnell reagieren kann. 20 Fahrräder repariert Lars Weigand pro Woche in seiner Werkstatt. Ohne Tageslicht. Schlusscheck noch. Rücktrittbremse funktioniert. Luft auch genug. Licht vorne funktioniert. Pedal haben keine Spiegel. Die Bremse greift. Klingel funktioniert. Somit hat es den TÜV bestanden und kriegt eine frische Plakette. Das war er, der offizielle Check nach der Unfallverhütungsvorschrift. Das Fahrrad kann wieder zurück in den Verschlag von Lufthansa im Terminal 1. Das gehört auch zum Service von Lars Weigand.
Nur wenige Meter entfernt ist Johanna Schlaugies unterwegs mit Patrick und seiner Mutter. Seine Eltern sind geschieden. Der Neunjährige fliegt heute zu seinem Vater nach Danzig. Seine Mutter darf nur bis zur Sicherheitskontrolle mitfahren. In einer Woche sehen sie sich wieder. Johanna und Patrick sind spät dran und ausgerechnet heute ist am Sonderschalter eine Schlange. Gerade ein bisschen mehr los. Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. In 30 Minuten fährt der letzte Bus zum Flieger. Wird's ein bisschen knapp. Johanna Schlaugies muss da jetzt irgendwie durch. Sprechen Sie Deutsch? Ja, wäre das okay, wenn ich mit dem kleinen Jungen vorgehe, weil er hat nur noch eine halbe Stunde Zeit. Die Passagiere haben Verständnis. Dankeschön. Glück gehabt. Das kennt sie oft auch anders, mit viel Gemecker. Ja, wir müssen Platz machen, ne? Haben's eilig. Sie müssen zu Gate 68, das vorletzte am Flughafen. Jetzt aber alles, was die Kiste hergibt. Sind wir gleich da? Da wären wir. So, Patrick, da brauchen wir einmal eine Bordkarte. Super, Dankeschön. Jo, ciao. Sie planen nie eng, sagt Johanna, aber Stau an den Kontrollen und Gate-Änderung, das kostet Zeit. Jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir gebordet. Und Ihre größte Sorge jedes Mal? Dass wir schlicht und ergreifend halt zu spät kommen, ja. Dass Gate schon zu ist. Und was wäre ein Grund, zu spät zu kommen? Also was könnte da alles passieren? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wenn die Maschine zu spät reinkommt oder, ja, es war halt viel los an der Sicherheitskontrolle. Je nachdem, ja. Geschafft. Der Flieger steht auf einer Vorfeldposition, also nicht am Gate. Deshalb geht's mit dem Bus weiter. Die 168. Genau, das ist dein Gate und dein Sitzplatz ist hier, die 11A. Ne? Sagen wir gleich der Flugbegleiterin und dann zeigt sie dir deinen Platz. Patrick mag den Flughafen und weiß, wo er mal landen will. Später, wo arbeiten, bei dem Flughafen. Was am liebsten? Machen. Reparieren. Und natürlich nur große Flugzeuge. Johanna trägt die volle Verantwortung für Patrick. Also es ist schlimmer, wenn er jetzt zum Beispiel seinen Flug verpasst hätte, wäre es für mich schlimmer als jetzt ein anderer Gast, ja. Das ist schon so, ja. Ja, ist halt noch ein Kind, ne? Ein Erwachsener begreift das ganz anders oder geht damit ganz anders um als ein Kind auch, ne? Ja. Deswegen. Und er ist ja auch irgendwie abhängig von einem. Den Betreuungsservice gibt es seit 2008. In diesem Jahr tritt auch eine EU-Verordnung in Kraft. Flughafenbetreiber müssen dafür sorgen, dass jeder Fluggast die Möglichkeit hat, zum Flieger zu gelangen. Vorher lag dies in der Verantwortung der Airlines. Zwar ist der Service für alle Passagiere kostenlos, trotzdem muss er über Reiseveranstalter oder Airline gebucht werden. Mindestens 48 Stunden vor Abflug oder Ankunft. Finanziert wird diese Dienstleistung aus den Flughafengebühren, die alle Passagiere automatisch mit dem Kauf eines Flugtickets mitbezahlen. So, Patrick, es geht los. Für Patrick gibt es eine offizielle Bezeichnung. Unbegleiteter Mitreisender. So, dann versuchen wir mal schnell da hochzukommen. Kurz UM Patrick. Warten Sie kurz einen Moment hier, Dankeschön. Patrick, wartest du kurz hier? Ups. Hallo, ich habe einen UM für euch, Patrick. Ja. Tschüss, Patrick. Okay. Ups. Ah, okay, danke schön. So, geschafft. Ja, UM übergeben. Alle glücklich und zufrieden. Das heißt, wer hat den jetzt bekommen, den Jungen? Der Flugbegleiter hat ihn im Empfang genommen und hat ihn zu seinem Sitz begleitet und ja, alles gut. In Danzig wird Patrick vom polnischen Betreuungsservice abgeholt und seinem Vater übergeben. Hi. Ja, gerade noch so. Ja, okay. Johanna Schlaugies informiert die Zentrale und bekommt gleich einen neuen Auftrag. Ein Ehepaar möchte zu ihrem Flugzeug, das schon 10 Stunden Verspätung hat. Von der Vorfeldposition im Westen zum Terminal 1. Lars Weigand verwaltet auch das Lager im Keller.
Wir kommen jetzt zum besonderen Bereich. Der ist extra getrennt bei uns im Lager, weil da sind doch sehr teure Sachen und auch von anderen Firmen Sachen, die kurz zwischengelagert werden. Deshalb wird es auch immer abgeschlossen. Und zwei Leute auch nur einen Schlüssel von diesem Lager haben. Da stehen auch unsere 28 Zoll Fahrräder, die gerade gekommen sind. Die werden dann je nach Auftragslage ausgepackt, zusammengeschraubt, TÜV abgenommen und dem Kunden übergeben. Und noch eine Ware ist hier sicher vor Dieben. Das teuerste Toilettenpapier am Frankfurter Flughafen, was in einem extra Lager gesichert wird. Da steht's hier. Die Lounges der Lufthansa, die werden damit beliefert, weil es extra weich ist, extra gut. Mit Daunenfederprägung. Ja, sehr weich, vierlagig, wie Watte am Popo. 1 Euro kostet so eine Rolle. Das übliche Toilettenpapier ist draußen, wo fast jeder Zugang hat. Aber das ist doch ein bisschen härter als das, was hier liegt. Oder das, was zu Hause ist, auf jeden Fall. Sein Arbeitgeber, der Dienstleister GCS, beliefert auch Geschäfte und Lounges im Terminal. So, jetzt gehen wir mal in unsere Hauptwerkstatt. In der Hauptwerkstatt werden Reinigungsmaschinen, wie man sieht, repariert. Sind alle Fahrräder heile, arbeitet Lars Weigand hier. Da werde ich auch mal abends angerufen von Kolleginnen oder Kollegen, die einen Staubsauger ohne Filter haben. Die sagen, Herr Weigand, das funktioniert nicht mehr. Sie haben immer irgendwo einen Filter. Ich helfe den Kollegen dann, mache Ferndiagnose, Fernreparatur. Und alle sind glücklich und können daheim wieder alles schön sauber machen. Lars Weigand kennt nicht nur jede Maschine am Airport, er repariert sie auch. Hochdruckreiniger, Nasssauger, alles Mögliche. Alles, was zum Reinigen benutzt wird, gibt mir halt seine Tipps weiter. Und meistens funktioniert es auch wieder dann kurze Zeit später wieder. Und was sagt die Ehefrau dazu, wenn der Anruf nachts kommt? Sie schimpft immer, ja. Sie sagt, du musst abschalten, du hast nur 8 Stunden. Das reicht dann auch irgendwann mal. Lars Weigand kann auch mehr. Das wird er gleich beweisen. Wenige Gates entfernt arbeitet Zollhund Greta und steckt ihre Nase in fremde Angelegenheiten. Aber nur rein beruflich. In der Zollgepäckhalle sucht die Labradorhündin nämlich weiterhin nach verbotenen Tierprodukten in Reisekoffern. Gemeinsam mit Partnerin Alexandra. Sowas ist immer interessant. Wir hatten es schon gehabt. Da waren die Figuren aus Elfenbein. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Aber selbst hier würde ich sagen, ne. Das ist Holz, das ist zu leicht. 300 Koffer aus Brasilien stehen bereit für die Artenschutzhündin. Der Zoll kauft Hunde zunächst für 4 Wochen auf Probe. In dieser Zeit wird getestet, ob die Hunde dem Flughafenstress gewachsen sind. Wenn ja, beginnt erst dann die Ausbildung in der Zollhundeschule. Prima! Auf geht's! Bis zu 300 Mal pro Minute atmet Greta bei der Suche. Der Mensch hat eine Geruchswahrnehmung von der Wolke. Also die ganzen einzelnen Duftstoffe ergeben für den Menschen eine gesamte Wolke. Und beim Hund ist es so, dass der selektiv riechen kann. Er kann die einzelnen Stoffe aus dieser Wolke herausfiltern. Also er kann genau sagen, das eine ist das, das ist das, das ist das. Und für den Menschen ist es eine Wolke. Vor 2 Jahren entdeckte Alexandra die Labradorhündin bei einer Tiervermittlung im Internet. Es war lieber auf dem ersten Blick, sagt Alexandra. Jawohl. Komm, wir gehen da auf der anderen Seite gucken. Sie kann sich heute keine bessere Kollegin vorstellen. Und unsere Hunde leben gerne bei uns zu Hause und haben den Familienanschluss, weil sie eben Tiere sind, die auch ihre Zuneigung brauchen. Ne? Genau. Sie lebt bei uns zu Hause im Familienverbund. Sie lebt zwar im Zwinger, aber das ist für sie als Hund notwendig, weil sie da ihre notwendige Ruhe bekommt. Im Haus selbst hätte sie nicht die Ruhe. Sie würde immer wieder aufspringen und würde gucken, was die Kinder machen oder was Besuch macht oder ich mache oder so. Und sie soll aber ihre Kraft und ihre Energie hier auf die Arbeit lenken. Auch das Gepäck aus Sao Paulo ist sauber. Kein Verstoß gegen das Artenschutzgesetz. 800 Koffer hat Greta heute kontrolliert. Greta ist jetzt fertig, sie hat jetzt Feierabend, wir fahren jetzt nach Hause. Und wenn wir zu Hause sind, hat sie erstmal Ruhe. Die brauchst du dann auch, weil wie man das vielleicht jetzt miterlebt hat, es ist ziemlich laut am Flughafen und zu Hause hat sie Ruhe.
kann sich zurückziehen und entspannen. Darauf freut sie sich auch immer jeden Abend und dann ist Schluss. An Koffern, an Arbeit mangelt es am Flughafen nicht. Auch morgen wird Greta wieder schnüffeln. Aber davon will sie jetzt nichts wissen. Jetzt hat sie Feierabend. Erholen ist jetzt angesagt. Tschüss. Vom Flugsteig A50 sind es 900 Meter bis zur Abflughalle im Terminal 1. Dort hat Lars Weigand seinen nächsten Auftrag. Also wir gehen jetzt zum Frack-Service. Da ist ein defekter elektrischer Rollstuhl, den müssen wir prüfen, weil irgendein Kunde den braucht. Deshalb laufen wir jetzt dahin, um zu kontrollieren, was daran defekt ist, ob wir es gleich machen können oder in Ruhe in die Werkstatt bringen können, weil wir das Material nicht da haben. Hallo? Hallo, ich wurde informiert, dass es ein elektrischer Rollstuhleffekt wäre. Ja, ganz kleinen Moment. Ja. Der ist hier im Nebenraum. Ja. Alles klar, danke schön. Bitteschön. 305 Rollstühle hat Frau Care Services. Das kleine Rad ist defekt. Mehr steht nicht auf dem Zettel. Doch Lars braucht nur einen Blick, dann ist die Diagnose perfekt. Hier haben wir den Fehler. Das kleine Rad ist aufgegangen und blockiert die Achse. Deshalb lässt sich das Rad nicht mehr drehen und blockiert den Rollstuhl beim Fahren. Ich nehme den mit und bringe danach wieder runter. Alles klar. Schönen Tag noch. Bis später. Tschüss. Tschüss. Abflughalle B. Eine Etage höher ist die Notfallambulanz für defekte Rollstühle. Und der Wartesaal ist heute voll. Hi, Hamid. Und hier steht die geballte Arbeit vom Frack-Service, alle defekten Rollstühle, die wöchentlich hier oben stehen. Gut und viel Arbeit. Oft sind es nur Kleinigkeiten, sagt Hamid Kafash. Er unterstützt Lars Weigand. Geht bei Bremse. Viele mit Bremse wieder? Ja, immer. Also überwiegend mit der Bremse haben wir Probleme bei den Rollstühlen beim Frack-Service. Rollstühle sind so etwas wie Privatpatienten. Sie bekommen schnell und umfassend den vollen Service. Denn sie werden gebraucht. Mehr als 800 Fluggäste nutzen täglich einen Rollstuhl. Hier ist der Gummi aus der Felge gerutscht. Wir reparieren pro Woche 40 Stück. Kommt darauf an, auf die Saison. Wenn Ferien sind, sind es doppelt so viele. Und in der normalen Woche sind es meistens 40 Stück dann. Das Rad ist schnell ausgewechselt. Jetzt noch den obligatorischen TÜV-Test oder sowas ähnliches. Ich brauche mal ein bisschen Gewicht drauf. Setz dich mal drauf. Setz dich mal drauf. Weil der Elektromotor muss das alles abmessen. Nicht erschrecken. Gut, vielen Dank. Notfall erledigt. Der Stuhl kann zurück zu Fracare Services. Dann ist Feierabend für heute. Lars Weigand freut sich schon auf seine Bulldogge Inge. Und radelt am Service-Schalter für den Betreuungsdienst vorbei. Dort ist Johanna Schlaugies im Einsatz. Frau Tschische. Ja. Jawohl, hallo. Ist es richtig, dass Sie keine Treppen steigen können? Es ist schwierig. Es ist schwierig. Schwierig, okay, gut. Dann passt das alles. Dann kann es auch losgehen. Boardingnummer stimmt. Wo geht's hin? Nach Rio. Ach, wie schön. Und wären Sie schon geflogen? Oder? Ja, wir wären normalerweise schon bei dort. Ja, gestern schon geflogen. Aber der Flugzeug hat bloß 10 Stunden Verspätung. Zum Glück hat die Airline das Ehepaar rechtzeitig erreicht. Somit konnten sie die Nacht noch daheim in Zwickau verbringen. Den Rollstuhl hat Johanna gleich mitgebracht. Einen Elektrowagen haben sie nicht gebucht. So, genau, wir sind auf B22. Gehen wir gerade hier links durch. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Johanna Schlaugies bekommt viel Frust ab von den Passagieren. Warten Sie kurz, ich mache Ihnen gerade das Gatter auf. Aber auch tolle Geschichten zu hören. Familie Tschietsche trägt ihre Verspätung mit Humor und erzählt lieber aus ihrem Leben und von alten DDR-Zeiten. Wir haben ja viel nachzuholen. Wir waren ja lange genug, hatten ja
Wollen wir die Tschechei als nächste. Mhm. Und ich weiß, wir sind das 35 Kilometer, waren wir bei der Tschechei. Da waren wir im Ausland. War toll. Alles, was keine feste Konsistenz hat, muss raus. Und wieder muss Johanna Schlaugis mit ihren Gästen durch den Sicherheitscheck. Bis zu 2500 Passagiere betreuen sie und ihre Kollegen pro Tag. Familie Tschietsche hat eine Kreuzfahrt gebucht, 14 Tage quer über den Atlantik. Ein Sonderangebot von Rio de Janeiro nach Genua in Italien. Dann gute Reise, ne? Ich bring dich schon mal ein Stück weiter. Herr Tschietsche hat 17 Jahre im Steinkohlebergbau Zwickau gearbeitet. Dann wurde er krank, erzählt er. Mehrere Bypässe hat er im Herzen. Auch seine Frau kämpft mit der Gesundheit. Ich war Grundschullehrerin. Oh, wie schön. Ja. Bis 99. Und da hatte ich einen Schlaganfall. Und da war ich aber noch nicht 59. Cool. Aber ich bin tapfer, ich halte mich. So, da wären wir. Das ist jetzt hier. Genau, das ist Ihr Gate. Jetzt genießen Sie das Leben, solange Sie noch mobil sind. Und mit Johannas Hilfe macht das Riesenspaß, sagen Sie. Müssten nur noch die Flieger pünktlich sein. Geht die normale Toilette oder ist die Behindertentoilette besser? Ich kann die normale Toilette. Johanna Schlaugis unterstützt, wo sie kann, steht auch Wache vor der Toilette, damit sie keine Ansage für ihren Gast verpasst. Lufthansa-Flug Elfhaven von Land nach Rio. Die Vorbereitungen an Bord sind noch nicht vollständig beendet, deswegen wird sich das Boarding noch um ca. 10 Minuten verzögern. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Kam gerade eine Durchsage, dass die Vorbereitungen noch nicht fertig sind. Na dann, können wir ja noch in Ruhe anfangen. Ja. Vielen Dank. Eine zusätzliche Ausbildung, um Menschen zu helfen, hat Johanna Schlaugis nicht. Kriegt man so mit der Zeit einfach mit, ja. Also speziell gelernt habe ich es nicht, nee. Erste-Hilfe-Kurs haben wir alle irgendwann mal gemacht, ja. Aber mehr auch nicht, nein. Nach Rio fliegen heute viele mit der sogenannten eingeschränkten Mobilität. Es sind insgesamt 17 Betreuungsgäste auf der Maschine. Haben jetzt eben schon mal ein bisschen rumgefragt, wer laufen kann, das Stück zum Flugzeug, und wer halt eben doch nochmal einen Rollstuhl braucht. Auf dem Flieger sind auch Umsteiger, Passagiere, die aus Europa hier landen, um weiterzufliegen. Diese Menschen können richtig lange unterwegs sein. Die längste Strecke, die ein Passagier von Gate zu Gate im Flughafen zurücklegen kann, ist 2,5 Kilometer lang. Ohne Betreuungsservice für Gehbehinderte kaum zu schaffen. War das ein Economy-Class-Ticket oder Business-Class? Nee. Okay, alles klar. Ja. Dann nehmen wir die zweite Tür. Johanna Schlaugis ist als Kind mit ihren Eltern früher viel Langstrecke geflogen. Mein Papa ist ein großer Kanada-Fan und hat sich da auch mal ein Grundstück gekauft. Und ja, wir waren früher sehr oft da und jetzt mittlerweile leider nicht mehr so oft. Das wäre schon mal ganz cool, wenn das wieder klappen würde, ja. Endlich. Für die Rentner beginnt der Urlaub. Vielen Dank. Alles Gute. Bleiben Sie schön gesund. Ja. Und allen erhalten. Eine schöne Zeit, ne? Danke. Wir genießen. Ja. Das war ein schöner Termin, sagt Johanna Schlaugis. Das Ehepaar hat sie ins Herz geschlossen. Für heute ist ihre Arbeit beendet. Und in der nächsten Folge: Flugausfälle und Chaos im Terminal. Passagiere verpassen Kreuzfahrturlaub und Hochzeitstermin. Sie hat wahrscheinlich recht, dass sie zu spät kommt, dass dann die Hochzeit schon vorbei ist. Katharina Jud steuert die Menschenmassen und hilft. Man muss einfach nur die Leute ein bisschen beruhigen. Die sind natürlich alle sehr sauer und sehr genervt. Und Einsatz für den Zoll. Suche nach gefälschten Pillen. Also da ist die Gesundheitsgefahr ja riesengroß. Ja, man weiß nie, wie der Körper darauf reagiert. Im schlimmsten Fall kann es bis zum Tod führen. Auch illegal im Postpaket: Tiere. Also es hat auf jeden Fall die Form eines Krokodils. Und das Orange heißt auch, dass es organisch ist. Mehr dazu nächsten Mittwoch um 21 Uhr.